Hallo, sehr geehrter Herr Marcel Paas, mein Name ist Christian Körner, ich bin der stellvertretende Geschäftsführer der RTL Medien Group. Zu meinen Aufgaben gehört unter anderem auch das Anfragen der Promis für unsere Fernsehformate und somit sind wir auch schon beim Thema. Oh Gott. So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr denkt euch vielleicht, warum starte ich das Video? Ihr habt es nämlich im Titel schon erkannt, Anfrage vom RTL Dschungelcamp. Wir pranken Santiago heute und ihr seid dabei. Wir gaukeln ihm vor, dass er eine Anfrage vom Dschungelcamp bekommen hat, wo er nicht gerade wahrscheinlich zufrieden darüber sein wird, weil er nicht ein Dschungelcamp möchte. Viel Spaß beim Video. Hi, grüß dich, mein Lieber. Wie geht's dir? Hi. Gut geht's mir. So, was machen wir heute Schönes? Hallo. So, bin voller Tatendrang. Dann setz dich erstmal einfach mal hin. Ja. Okay. Dann so ein paar Autogramme oder Fanpost. Womit fangen wir an? Wieder Autogramme oder? Ja, genau, unter anderem. Aber erstmal Fanpost. Ach so. Die wichtigste Fanpost ist nämlich unter anderem, es kam nämlich ein Brief an. Den habe ich hier liegen. Was Schlimmes? Ich weiß es nicht. Guck mal lieber selber. Mach mal lieber vom selber. Gericht? Nein, Gericht nicht. Was ist das? RTL Group. Was holen die denn? RTL. Ja, ich hab keine Ahnung. Da, mit Telefonnummer. Da, sehr geehrter. Ich weiß noch nicht, was drinsteht. Kannst du mir laut vorlesen gerne? Hallo, sehr geehrter Herr Marcel Paas, mein Name ist Christian Körner, ich bin der stellvertretende Geschäftsführer der RTL Medien Group. Zu meinen Aufgaben gehört unter anderem auch das Anfragen der Promis für unsere Fernsehformate und somit sind wir auch schon beim Thema. Oh Gott. Im Jahre 2019 hat der Schauspieler und Synchronsprecher Tommy Pieper bei dem RTL-Format das Dschungelcamp, ich bin jetzt da, holt mich heraus, 2019 mitgewirkt. Und da dachten wir, wenn wir schon die Synchronstimme von Alf im Jahr 2019 hatten, von sollen wir nicht im Jahr 2021 die Synchronstimme von Steve Urkel und SpongeBob Schwammkopf begrüßen dürfen. Das kann nicht wahr sein, Mann. Hiermit senden wir eine Teilnahmeanfrage an Sie betreffend Herrn Santiago Ziesmann. Und die Künstlergageübersprechung und alles weitere würde die Tage meine Kollegin Frau aus der Vermarktungsabteilung mit Ihnen besprechen. Falls Interesse besteht, bitte ich Sie, bis zum 15. bei uns in der Zentrale sich zu melden. Wir hoffen, den Herrn Santiago Ziesmann im Format des Dschungelcamp 2021 begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Na, danke schön. Ich hoffe, du weißt, was du da antworten musst. Ja, ich weiß nicht. Ich wollte es dir erstmal überreichen. Ja, aber wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Du weißt, dass das nicht mein Format ist, jedenfalls nicht, um da aktiv mitzumachen. Ich gucke mir das gerne an, weil ja auch viele Kollegen da sind, die sie auch schreiben. Aber ich selber, never ever. Also siehst du Dschungel nicht nur als Sprungbrett? Nur über meine Leiche. Siehst du Dschungel nicht als Sprungbrett? Nee. Und vor allen Dingen, mir ging es auch nicht ums Geld. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das sind einfach Sachen, die ich nie machen würde da. Ja gut, ich habe nämlich schon deine Gage verhandelt. Ja, kannst du machen, dann kannst du aber selber hinfahren. Okay. Never ever. Dann würde ich nur sagen, über meine Leiche, sorry. Okay, dann würde ich mal sagen, guck doch mal nach rechts. Ja, also wie gesagt, eine freundliche, höfliche Absage. Ne? Mache ich dann. Guck doch mal nach rechts, was siehst du denn da? Was ist denn da? Hinterm Vorhang? Ja. Hinterm Vorhang? Bitte. Es ist ein Prank. Wir haben dich geprankt für deinen YouTube-Kanal. Ach, ihr seid doch verrückt. Ihr wollt jetzt mal sehen, ob ich ausraste, ja? Ob ja ich einfach mal du kennst ja meine Meinung dazu. Zum Dschungelcamp, eben. Ja, wie gesagt, als Zuschauer immer wieder gerne, aber never ever live dabei. Und deine Fans wollten ja auch mal wissen, wie, es halt, wie du halt reagieren würdest, ne? Habe ich mitbekommen. Ja, gut, habt ihr jetzt mitbekommen, aber ich denke, ich war noch sehr soft. Also es hätte auch anders ausfallen können, aber ich habe sehr gute Laune heute. Haben wir Glück gehabt, wa? Wir können dir ja nochmal zeigen, den Zettel. Ist ja alles nachgemacht hier? Ja, hier. Also das sieht erstmal vollkommen echt aus. Ich weiß ja nicht, wie die Logos und das alles, wie das normalerweise aussieht, ne? Aber so, das sieht alles sehr formell und sehr, sehr echt aus.
Also ich habe eben wirklich gedacht, auf der anderen Seite, wieso sollten die gerade auf mich kommen? Also hallo. Naja, wegen Tommy Pieper. Tommy Ja, war da, ne? nee, nee, diese sollen mich verschonen. Gibt ja viele andere schöne Formate, wo man vielleicht mal Zum vorbeigucken kann. Beispiel? Fällt mir jetzt momentan nicht ein. Quizshows? Bitte? Quizshows allgemein mal? Ja, das ist immer so eine Sache, so mit Wissen abfragen. Ja, da kannst du dich schrecklich blamieren. Das ist es nämlich. Pass auf, Leute, wir machen mal Folgendes. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, in welche Shows Santiago mal soll. Oh Sei es weia, oh Quizshows weia. oder sonst irgendwas. Oder Ja. bei zum Beispiel Kristall als Gast sein oder sonst irgendwas. Und wir gucken mal, was wir machen können. Vielleicht kriegen wir da was Kleines hin. Kristall finde ich sehr witzig, aber der verarscht die Leute natürlich auch gerne. Ne? Ja gut, aber das. Also, wie gesagt, als Zuschauer mag ich das sehr gerne. Aber es ist immer noch eine andere Nummer, wenn man da dann live dabei ist, ja? Oder wenn es um einen selber dann geht. Wir schauen mal. Wir schauen mal, was wir kriegen. Okay. In die Kommentare schreiben. Alles klar, vielen Dank und tschüss. Ja, das war's wieder mal mit diesem tollen Video. Hier ist das letzte Video und hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Dann also bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!